Hallo Leute, willkommen zu Fall Guys Season 5. Mit dabei mal wieder der Muetzi. Ich meine natürlich der Bumbly Crystal Pudding. So, wir haben hier ein neues Theme, wie ich direkt höre. Es ist sehr, sehr chillig. Ja, und ich habe mir jetzt noch die Level-Ups noch nicht angeschaut. Die gucken wir uns noch an. Und währenddessen kann ja Mützi über die neuen Features reden, die jetzt hinzugefügt werden. Oder auch Level und alles. Ja. Schatzsucher ist ganz cool. Also was wir Neues haben, auf jeden Fall 6 neue Level. Davon 2 Rennen. Dann haben wir 2-mal Jagd, 1-mal Überleben und ein Finale. Das Finale finde ich... Der Totenbaum-Skin ist ja richtig geil. Ja, der ist so cool. Und dann mit der Taube da oben, damit es ihn tuckern. Ja, vor allem auch das untere Teil, dieser Schwimmreifen. Super, das ist immer super. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, was das Finale angeht. Ich bin mir sehr sicher, Mike wird es nicht gefallen. Okay. Aber ich mag es. Wie viele Kronen kriegt man hier im Pass? Spelunky. Cool. 22. Wie Spelunky aussieht, Alter. Geil. Ich find, 22. Ich find diese Augen voll cool bei 34. Ja, die Augen sind cool. Junge, Alter, dieser Kavalier weiß, woran mich der erinnert. Woran? Besiege ihn, ich füttere ihn, wenn du verstehst, was ich meine. Schrecken der Meere. Oh Gott, weißt du, woran mich das erinnert? Woran denn? Das erinnert mich an dieses Elite-Typ. Oha, Schrecken der Meere Oberteil ist ja mal das Geilste, was ich gesehen habe bisher. Oha. Ja. Das ist mega sick. Also damit würde ich öfter spielen. Junge, aber was für einen riesigen Hinterkopf hat der da? Ja. Oha. Oktopus, ne? Ja, damit. Ach so, damit natürlich, damit das Schiff oben noch drauf passt. Ja, okay, verstehe. Das ist super. Jin. Oh mein Gott, er schwebt einfach. Oh mein Gott, ja. Wie geil. Er schwebt halt richtig. Jetzt, das obere Teil gefällt mir jetzt nicht so. Aber das untere Teil ist ja mega cool. Junge, das untere Teil zusammen mit dem Schrecken der Meere Oberteil. So eine fliegende Krake einfach. Okay, ich muss auf jeden Fall sehr viel spielen. 50 Level. Leute, komm, wir suchten ab jetzt wieder Fall Guys. Yes. So, es gibt Bubble Trouble Prüfung, Duo Trupps, Truppshow und Hauptprogramm. Was wollen wir spielen? Hauptprogramm. Duo Trupps, oder? Ja, Duo Trupps können wir auch machen. Dann spielen wir mal Duo Trupps. Ja, ich glaube, es war Season 3. Hä, ist das neu? Was ist das denn? Der Kreiseel? Noch nie gespielt. Überwinde die Hindernisse und rennt zu Ziel, der hab ich noch nie gespielt. Hä? Was soll denn das sein? Was soll das heißen? Das gibt's schon seit Season 1. Da müsst ihr euch aber irgendwie vertan haben. Wahrscheinlich in den Dateien irgendwo versteckt. Haben die das jetzt released? Haben wir aber nicht vergessen, die Soundfiles zuzufügen. Kommt noch im nächsten Update. Hm? So wie bei dem einen. Das klingt irgendwie anders. Was sind das für Geräusche? Das ist ja wie so ein Schwimmbad. Das ist die Crowd. Das hört sich ja wie so ein Schwimmbad. Es ist immer noch da. Ey, sorry, falls ich in diesem Video sehr schlecht spielen sollte. Ich habe schon seit ein, zwei Wochen nicht mehr gespielt. Ich bin sehr rusty. Naja, da bin ich, dafür bin ich ja da. Das ist neu. Wippelwirrwarr, überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Achso, ja, okay. Der sieht mega sick aus. Ich mag diese Frösche, ja, die sehen voll cool aus. Ich liebe die. Das, vom Aussehen her könnte das meine neue Lieblingsmap werden. Gibt's auch, das sieht ja mal mega cool aus. Gibt's auch viele verschiedene Wege, das gefällt mir auch sehr gut. Junge, wenn die nächsten Updates alle so aussehen, ne, dann sehe ich nur eine gute Zukunft für Fall Guys. Was ist das denn hier? Ach, die ploppen sich dann auf und dann kannst du da nicht mehr drauflatschen, oder was? Ja, dann wirst du halt weggeschleudert. Nein, 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 nein. Nee, nicht immer, nicht immer. Jetzt gerade zum Beispiel war ich nicht weggeschleudert. Blip. Scheiße, ich bin runtergefallen. Okay. Fall Guy im Wasser. Unterwasserlevel, wie ich sie hasse. Hä? Aber es sind doch Jellybeans, da müssen sie sich doch auflösen. Okay, hier kann ich mich entscheiden. Komm, ich geh den harten Weg. Nur die harten kommen in den Garten. Mit den Fröschen. Nice. Du bist schon im Ziel, oha. Ja. Ich bin so schlecht anscheinend. Na komm, ich spiele auch zum ersten Mal diese Map. Nein. Oha, was ist das denn hier? Vor den Rampis musst du dich in Acht nehmen. Provozier die lieber nicht. Sieht er nicht? Oh, nein, 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 da siehst du mich nicht! Oh mein Gott! Oh, aua! Das muss wehgetan haben.
Das sieht ein bisschen aus wie Green Hill Zone aus Sonic. Ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht noch ein neues Spiel. Dschungel Jump. Lass dich von den Trommeln hochschleudern, um die Ziellinie zu erreichen. Also das gleiche, was wir gerade gemacht haben, nur als ganze Map. Mhm. Diese Trommeln. Okay. Genau, aber das Geile hier ist, hier gibt's auch ein paar Skiller-Abkürzungen. Frogger. Gibt's ein bisschen wie Frogger. Gibt's so ein paar Skiller-Abkürzungen. Ja. Da in der Mitte sieht man's schon. Naja, ja, ich sehe, was du meinst. Ja komm, ich bin Skiller, natürlich. Hä, wieso kann ich hier nicht meine Kamera bewegen? Ja, das haben die irgendwie jetzt geändert. Erst. Es geht nur noch in der ersten Runde und dann geht's aus irgendeinem Grund nicht mehr. Okay, aber du hast ja gar kein Momentum, wenn du einmal auf so ein Ding drauf baust. Du kommst ja nicht weit, du kommst nur hoch. Du musst dann wirklich auch wieder fallen. Moment, zack. Ach, die Kleinen, die bringt aber auch nicht so hoch. Ja. Okay. Boing, 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 nice. Achso, ich muss auf den Dingern hier rauf. Boing, ja. Ja. Okay, I like it, I like it. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo schon meinen Skiller-Weg verpasst habe. Wenn ja, dann vielleicht. Ja, gerne mal zeigen. Am Anfang gab es einen alternativen Weg, da hätte man links oder rechts rangehen können. Oh. Was ist das Ende? Hier ist das Ende. Cool aus. Ich musste kurz den Background betrachten, weil es echt schön aussah. Oh, oh. Ja, 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 komm, 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 komm. Ey, das war cool. Mhm. Die ersten beiden Maps, die ich spiele, richtig nice. Gefallen mir. Good job. Ja. Ich wollte gerade Nein schreien, aber ich hab's doch geschafft. Nein, oh, ich hab's geschafft. Fuck. Fuck, ey, ich wollte doch verlieren, Mann! Scheiße! Jetzt krieg ich meine Challenge nicht mehr geschafft. Verliere ein Match. Ich stell mal vor, es gäbe so eine Challenge, die heißt: Gewinne viermal hintereinander und verliere dann. Hä, dann habe ich es ja schon zweimal geschafft. Wo ist meine Ward? Nein! Vom Doma Jellybean. Boah, jetzt hast du es ihm aber richtig gegeben. Hä? Der schwebt einfach in der Luft. What the fuck, hast du das gesehen? War das etwa ein Hacker? Hauptprogramm oder? Ja, ich würde sagen Hauptprogramm. Was ist denn Bubble Trouble Prüfung? Da kommt nur eins der neuen Spieler dran. Bubble Trouble. In verschiedenen Zonen der Arena tauchen Blasen auf. Springen in sie! Nein, und sie zerplatzen zu lassen. Punkte zu kassieren. Also Blasen zerplatzen und ja, dann kriegst du Punkte für dein Team. Nee, das ist ein Singleplayer. Oh, wie riesig das ist! Wie so ein Park. Hä? Leute, was war mit der Musik los? Okay, was muss ich machen? Die Bubbles sammeln. Die Sonnen einsammeln. Ja, die Angry Suns. Das sind einfach die Catch-Shines aus fuck, wie ist das Spiel? Ja, ich bin's ein. Ich krieg dich hin. Ich finde nichts. Naja, immer da, wo die hier Leute sind. Hier sind welche gespawnt. Jetzt gib mir doch welche! Junge, hier sind so viele, wie kann ich gerne verpassen? Wie krieg ich das hin? Alter! Komm schon! Junge, ich hab immer noch nur vier! Oh oh. Dann musst du dich von dem Frosch hochschleudern lassen. Da ist eine goldene. Ups. Nice, jetzt hab ich neun. Übrigens, ich kann den. Oh, hier sind welche. Ich kann den Fun Fact erzählen. Da, wo du jetzt gerade hin bist, da ist doch eine goldene in der Mitte, ne? Ja. Wenn du da mit dem Dino-Kostüm spielst, hast du einen unfairen Vorteil, weil du die einfach so erreichen kannst. Echt jetzt? Ja, das Dino-Kostüm hat eine größere Hitbox, deshalb kannst du den einfach, ja, sammeln. Hier sind welche. Nice, ich bin der Erste. Yes! Let's go. Nice. Auf den Frosch bitte. Nein, verkackt. Warte, ich will es nochmal schaffen. Ich schaff das. Yes, hab den goldenen. 13 von 15, 14 von 15. Ich bin voll gut gerade. Ah, sehr gut. Nice. Ich hab's auch. Oh, gleichzeitig. Geil. Formel spielen. Übrigens, jetzt ist Finale. Jetzt musst du 20 sammeln und der Erste, der es schafft, gewinnt. Okay, nee, das werde ich niemals schaffen. Vor allem, ich kann meine Kamera nicht bewegen. Ich kann nicht strategizen direkt am Anfang. Ja. Das ist unfair. Das ist halt wirklich unfair. Aber gut, jeder hat das Problem. Von daher. Wow, ja, ich hab jetzt schon verloren. Ich krieg gar nichts zusammen.
Ich warte einfach, bis die nächsten spawnen. Meine beste Hoffnung gerade. Ja, oder ich gehe jetzt auf die hier. Keine Ahnung, wie da. Zwei. Hier sind welche gespawnt. Nice, 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 nice. Aber die anderen sacken mir alles weg. Okay. Aber ich will 10. Okay, ich habe 10. Ich habe zumindest die Hälfte von meinem. Und der erste hat's geschafft. Also das werde ich niemals gewinnen, weil ich bin nicht gut in dem Minigame. Die Banane natürlich. Yay! Jetzt kann er Essen für seine Babybanane besorgen. Jetzt ist sie zerplatscht. Eiscreme-Kaktus, lecker. Mh. Du hast ein bisschen Kaktuseis. Ich mag dieses. Diese Schwimmbadgeräusche mag ich. Das gab's aber schon immer. Die haben es nur in dem Update scheinbar 500 auf 500% hochgedreht. Aber die ist mir nie aufgefallen. Also finde ich nicht gut, dass es so laut ist. Vor allem die Frage ist. Viel leise sein. Die Frage ist eigentlich, wo kommt das her? Hier ist niemand. Echt so. Wenn im Hintergrund so viele, viele Heißluftballons wären, dann kann ich es verstehen. Das ist doch nur auf manchen Maps und dann nur so 2-3 Stück. Ja, die so 3 Leute machen nicht so einen Lärm. Glaube ich nicht. Mike. Komm schon, schleuder mich! Nein! Nein! Ah. Ich glaube, ich verkacke das auch hier. Nein. Ich bin wirklich wie so ein Noob. Ich bin wirklich, als hätte ich gerade Vollgas gekauft und spielst zum ersten Mal. So fühle ich mich. Joha! Wie hoch? Oh mein Gott, hast du es gesehen? Leider nicht, weil ich schon im Ziel bin. Der wird sich jetzt treffen. Oder auch nicht. Der wird dich nicht treffen. Siehst du, meine Handbewegung? Der wird dich jetzt treffen. Oder auch nicht. Der aber, der trifft dich jetzt. Ach Junge. Ja, okay. Was kriege ich, wenn ich gar nicht getroffen werde? Ja, der Junge. Wie viel Luck kann man eigentlich haben? Dass die winning by doing absolutely nothing. Was sind das hier für eine Versammlung? Wie viele Leute noch? Hallo! Setz zumindest eine Maske auf! Warte, schafft er das jetzt noch? Ich glaube, der schafft das jetzt nicht mehr, oder? Nein! Vor allem, die haben ja die ganze Zeit gewartet und das haben sie auch nicht mehr geschafft. Ja, selber schuld. Selber schuld. Junge, ich fand das halt gerade so geil. Ich und irgendein anderer Typ, wir hatten genau den gleichen Einfall. Verarsch mich nicht. Bleib hier. Hä? Oh mein Gott. Junge, den Fuß runter gemacht und bist einfach tot. Der cheatert. Ich bin besonders. Halt besonders. Alter! Junge, wie schlecht waren denn bitte alle? Ja, da fliegen immer voll viele raus, deshalb mag ich das so. Warte, dann sehen wir jetzt das neue Finale. Wenn du Glück hast. Komm schon, bitte, 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 bitte spiel! Jetzt kein Hexagon oder so, das hab ich schon so oft gesehen. Okay, zeig was neu. Peace. Ja. Ja! Tempel. Was? Tempelrünf durchbricht Türen, um die Krone am Ende des Ravelins zu erreichen. Einige sind echt, andere nicht. Nein! Doch. Nein, ein riesiges Labyrinth. Weil die Musik hört einfach auf. Hey, wie unfair, wir haben einen Vorteil. Wir starten. Egal, ich bin links, ich bin links. Nice, ich gehe rechts. Wow. Ja, oh, ich hab diese Fallgrube da nicht gesehen. Ja, aber Malkin, geradeaus. Es ist meistens so, dass in jedem Raum nur eine Tür echt ist. Ach so, okay, okay, gut zu wissen. Das ist nicht so asozial. Das schaffe ich niemals. Ne, das werde ich niemals schaffen. Nützi. Ich habe das beim aller. Alle direkt vor mir. Ich habe das in meiner allerersten Runde direkt geschafft. Junge, was? Ja, guck, du hast die richtige Tür.
Hab ich's geschafft? Ja. Hab ich's geschafft? Ja, und jetzt die Krone grabben. Krone grabben. Nein! Was? Nein! Was? Hä? Was? Eine Ewigkeit später. Rambi oder Ringhorn? So, nehm jetzt auf. Nashornangriff, wir würden die Hindernisse. Warum hat der Käsefüße? Hä? Warum das. Hä, das stimmt nicht. Was? Hä, warum. Guck da, das ist richtig. Weiche den anstimmenden Nashörnern aus und überlebe. Was für Ziellinie, hä? Lass dich nicht hinaus befördern! Okay. Okay, warum, mach ich nicht. Warum hat der Käsefüße? Sponge eher. Die Musik ist cool. Ja, ist richtig. Oh mein Gott. Das ist die erste Musik, die ich gehört habe. Oh mein Gott. Oh. Die Musik ist richtig cool. Ja. Oh. Nein, geh weg. Nein, das ist direkt von mir. Wie geht's denn? Nein. Oh, push. Sieh dich doch an. Sieh doch. Haha, Opfer. Man kann den voll leicht ausweichen irgendwie. Kann ich den reiten? Aber hier fliegen trotzdem immer voll. Nein, das ist mein Ding. Runtergefallen. Echt? Ja. Ah. Übernehmen für dich. Wenn man rausgeworfen wird, kann man noch auf diese Trommeln springen, dann hat man eine Chance wieder zurückzukommen. Ja, bei mir bin ich direkt zwischen zwei. Nein, ich bin raus! Als ob du so einfach gerade nach oben geworfen worden bist. Ja, vor allem in den letzten 5 Sekunden noch gestorben. Ja, wir haben es geschafft, aus irgendeinem Grund. Danke, Witz, dass du überlebt hast. Tja, ich bin halt krass.